Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's wieder, eure Jurassica Parker zur Dschungelnachlese und ich habe heute die Herren wieder mit Hallo. Dabei. Ach, gestern hast du mir so gefehlt, Schatz. Ja, ich musste mal irgendwie ein bisschen raus aus diesem Dschungel. Ja, das ist ja auch so ein Stress. Ach, und wir haben jetzt einen ganz großen Schnabotka bekommen von der Bianca vom Tresen. Der ist wirklich riesig. Ach, der ist riesig. Das ist, also, das ist bestimmt ein Achtfacher. Ja. Prost. Ja, wirklich. Und du hast gesagt, auf Ex. Ja, okay. Oh, da musste man viermal schlucken. Ich kam ja schon mit schlechter Laune heute ins Rauschgold, ja, weil ich keinen Bock hatte. Und ich habe dann noch schlechtere Laune während des Camps gehabt, weil es war heute so depressiv im Camp. Stark. Da waren nur also alle gegen Helena. Helena hat sich wieder mit Thorsten angelegt, Sophia mit Helena. Jürgen dann auch nochmal mit Sophia, weil Jürgen irgendwie gesagt hat, sie soll das Essen vom Feuer nehmen, aber sie wollte das Essen nicht vom Feuer nehmen. Das nicht. Und das war eine Stimmung da im Camp. Dachte so, boah, Alter, bis zur ersten Werbepause wirklich, oh, es geht gerade so richtig runter. Es kommt unten an. Ist auch ein bisschen warm jetzt auch im Bauch. So, und was gibt's da noch zu sagen? Nix. Nix. Nix, eigentlich nicht. Es beschweren sich schon meine Follower, dass die Nachlese immer kürzer wird. Da kann ich aber nur sagen, wenn da nichts passiert, da kann ich auch nicht viel nachlesen. Das stimmt. So, aber ich fand ja den Nachsatz von Brigitte noch schön. Ja, wie war der denn? Weil das über seine Mutter wieder und das ist so traurig. Ja, und dann sollte doch, dann haben sie ja noch, da haben sie am Lagerfeuer, da haben sie dann noch gezeigt, wie dann Brigitte hat dann zu Menderes gesagt, ja, aber du musst doch jetzt mal deine Mutter auch mal grüßen und so. Er wollte aber nicht. Hat der überhaupt eine Mutter? So, Dschungelprüfung. Ja. So, da haben sich alle gegenseitig reingewählt. Drei mussten diesmal mitmachen und die drei Typen sind jetzt, kamen in der Dschungelprüfung. Also Thorsten, ja, Jürgen und Menderes. Die beiden Pols haben sich natürlich total gefreut. Ey, wir zwei Buddies sind in der Dschungelprüfung. Jetzt zeigen wir den Weibern mal, wie es so richtig und geht. Auch. Und Menderes, ja, von Menderes waren die nicht so begeistert. Der Jürgen meinte ja gleich so, ey, ich wollte schon immer mal mit Thorsten eine Dschungelprüfung machen. Na, jetzt ist Menderes auch mit dabei. Naja, wird schon irgendwie so. Ne? Der war so ein bisschen so das, und dann war die Dschungelprüfung. Das war so ein kleines, so ein rotes Autochen. Ganz süß. Ganz süß. Ja. Und da war es sehr schwierig. Der Fahrer, Jürgen, hat nichts gesehen. Der weiterleitende Navigator hat nichts gehört, durfte aber sprechen. Und Menderes, der durfte nicht reden. Der hat hier so einen Wipfel vom Mund gehabt. So, wie heißt sowas? Hasskappe. Hasskappe. Und der durfte nicht reden und der musste aber immer anzeigen, wohin das Auto fahren soll. Es war ein völliges Desaster. Ja. Das ganze Rauschgold hat gelacht. Das war das einzige unterhaltsame Moment in diesem Abend. Ja. Die sind also wirklich nur eine Botanik gefahren. Vor und zurück, links, rechts. Keiner wusste mehr oben und unten, wo irgendwelche Richtungen sind. Da hat man mal so richtig den Macho-Mann rausnehmen lassen. Ja. Und Menderes war natürlich schuld, weil der alles immer falsch angesagt hat. Menderes ist ja auch kein Mann. So, und wer dann aber wirklich kein Mann war, kam dann nämlich zutage, als sie dann da so ein pürierte Kakerlaken-Drink trinken mussten sie runterkippen, so wie wir den Schnapp Wodka gerade. Ja. Und wer hat ihn nicht getrunken? Die Lusche. Jürgen. Ja. Weil Jürgen hat nämlich zu Hause, hat er seiner Familie versprochen, dass er sowas nicht macht. Und deshalb, er konnte ja auch jetzt seine Homebase nicht enttäuschen und so. Hat er nicht gemacht, haben sie Sterne verloren. Ja. Diese Pussy. Also wirklich, da geht er in eine Dschungelprüfung. Seine erste Dschungelprüfung, naja, ich möchte mich jetzt nicht aufregen. Sie sind nicht ins Ziel gekommen, sie haben keine Sterne mit nach Hause gebracht, ja? Ja. Helena und Sophia, die sich ja auch wahnsinnig gerne haben, die haben sich die ganzen drei Stunden, während die in diesem Parcours waren, nur angeschwiegen wahrscheinlich, ja. Einer hat mal gepuppt oder so, das war's dann aber. So, und dann kamen die wieder zurück, haben gesagt, haben keine Sterne und die zwei Frauen, die haben es überhaupt nicht... Nee, die konnten es nicht glauben. Die konnten es überhaupt nicht fassen. Ja, die verarschen die wieder. Ja, aber es war die Wahrheit. Ja. Sophia meinte dann, so wie es Frauen besonders gut können, sie hat dann gesagt, nee, findet sie gar nicht schlimm, aber sie meinte ja. Und Helena Fürst, die hat nur noch gegrunzt, hat sich dann schlafen gelegt, weil hat auch gedacht, aber würde ich an ihrer Stelle auch machen, weißt du, so ein Thorsten Legert, der die ganze Zeit immer niedermacht und das Frauen so scheiße sind, aber selber kriegt das halt auch nicht auf. Ja, ich fand den Spruch von Sonja Zietlow dann auch noch gut. Two and a half Menderes. Und das war es dann auch schon, rausgeflogen ist heute, wie wir auch prognostiziert hatten, Jürgen. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil Jürgen war sowieso unerträglicher gute Laune Clown-Hampel, ja. Und der ist raus, das heißt, das ist der Wodka.
du Herrin. Ja. Und dann saß er heute eine im Publikum, die saß in der ersten Reihe. Ja, oh, war ja, ja. Und nach 15 Minuten gucke ich so runter und denke so, was schnarcht denn da so? Da ist die eingeschlafen. Ja, das war so stark langweilig heute. Aber ich hoffe nicht, dass die unseretwegen eingeschlafen Nein, ist. Nein, natürlich nicht. Die war natürlich total witzig, Nein. ja. Die aber so einen anstrengenden Tag. Ja, die muss ja, den ganzen Tag ferngucken so und atmen. So wie im Camp, die alle. Ja, und ich muss sagen, ich fand das sehr unterhaltsam. Ich würde gerne, eingeschlafen ja, ist, ja, ich würde gern mal einmal einen Abend lang nur verschlafene Menschen moderieren. Das fände ich mal toll. Das wäre sehr schön. Ja, oder? Ja. Morgen ist Halbfinale, ihr süßen Mäuse. Die Herren und ich sind wieder vor Ort Jawohl. Und werden dann morgen live im Internet für euch berichten, wie es war. Hoffentlich spannender als heute. Bis dann. Bye. Sharing is caring.